Daniel ist heute mit dem Roller zur anderen Dienststelle, zu seiner Hauptdienststelle gefahren. Und ich frage ihn gerade, also er hat gerade angerufen, ich frage ihn, und hast du dich ja verfahren? Nein! Und dann eine Weile später, aber ich bin im Kreisverkehr eine Runde rumgefahren. Ich habe gesagt, hast du das doch verfahren? Das ist für mich verfahren. Wenn man seine Runde rumfährt und dann einfährt, wo man wieder raus, wo man raus, wo man reingefahren ist. So, ja. Das ist für mich verfahren. Erzähl doch nicht. Wie kann man denn? Ich verstehe es nicht. Wirklich. Mit Navi und allem und trotzdem. Ich bin gespannt, der Fahrt nach in den Urlaub. Da ist ja auch meistens einmal verfahren und es muss regnen. Ich bin gespannt. Und warte mal. Soll nicht tatsächlich am Sonntag regnen? Ich glaube, da ist Regen angesagt. Ach, jetzt nicht mehr, oder was? Es ist wieder kein Regen angesagt. Na, mal gucken. Samstag schon. Wir werden das feststellen, ne? Aber es ist Regen ja meistens. Wenn es nur ein bisschen ist zwischendurch oder so. Ein bisschen Regen muss immer sein, wenn ich wegfahre. Das liegt wahrscheinlich wirklich an mir. Weil egal, ob ich mit Daniel wegfahre, ob ich mit Steffi weggefahren bin, es war immer Regen. Bin weggefahren. Raus aus Berlin, Regen. Oder hier, Teddy abholen, Regen. Immer. Verlasse Berlin für einen längeren Zeitraum. Wenn es nur ein Tag ist, ja, so. Eigentlich hat ja keinen nur Ausflug ist. Wenn wir nur einen Ausflug machen, so irgendwie nach Brandenburg oder sowas, das geht doch. Wenn wir aber Brandenburg verlassen, okay, Sachsen-Anhalt ist auch noch mit drin, aber wenn es kein Tagesausflug ist, wenn wir irgendwo rumlaufen oder sowas, sondern wirklich irgendwie so, ne, ein weiteres Ziel haben. Hamburg, Leipzig, das sind so die weitesten, die kürzesten Strecken, sagen wir es mal, wo auch Regen war. Natürlich. Das ist halt so. Das ist irgendwie Fakt. Ich weiß nicht, ob es jemals irgendwann nicht geregnet hat, als wir in den Urlaub gefahren sind. Bestimmt irgendwann mal, aber das kann es wahrscheinlich fünf Finger abzählen, die ganzen Jahre. Ich habe es gerade so vom Regen geschafft. Hab drei Tropfen abbekommen, kurz bevor ich wieder zu Hause war. Jetzt schüttet es. Und ich musste mich umziehen. Das Langarmshirt war einfach. Das war nicht gut. Weil da ich ja realistische Verhältnisse schaffen möchte und so als wenn ich im Büro, da kann ich mich ja auch nicht umziehen, jetzt habe ich es durchgezogen. Das war das zweite, was Daniel mir mitgebracht hatte aus dem Lager. Aber er hat verdammt nochmal nur gefütterte Langarm-Shirts. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Also super für den Winter. Aber nicht jetzt. Naja. Egal. Mir ist warm. Ich will endlich die Küche machen, aber ich glaube, ich muss mich doch erstmal akklimatisieren. Ich bin so fertig. So fertig. Ja. So sieht's aus. Mal gucken. Esse ich auch erstmal Eis? Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, ich esse erstmal ein Eis. Oh. Eis. Da wird zu Dagobert gehen und so, ne? Ja, das ist, glaube ich, eine sehr vernünftige Idee. Abendbrotzeit. Ich habe so Hunger. Der läuft heute ab. Das sowieso. Und hier noch Bagels mit Dip. Lecker, lecker. Bart blitzt wieder. Ich blitze auch. Ich muss nur noch Haare föhnen. Das muss auch noch ein bisschen antrocknen. Und dann ist der Tag schon wieder um. Und ich habe noch nichts gelesen. Und morgen hole ich mein neues Buch ab. Morgen früh. Ich bin gespannt. Ich bin mir unsicher, was ich machen soll. Ob ich das wirklich noch weiterlesen soll. Das andere dann für Juli wahrscheinlich, ja. Weil habe ich wenigstens noch eins ausgelesen, ne? Das macht Sinn. Und ich glaube nicht, dass es das jetzt noch Sinn macht, irgendwie ein neues Buch anzufangen. Dann fange ich lieber eins an, was ich zum Urlaub mitnehme. Ich glaube, das macht auch mehr Sinn. Genau. Weil ich will nicht jetzt anfangen und dann eine Woche pausieren und dann wieder weiterlesen. Sorry, blöd. Deswegen werde ich wohl jetzt anfangen, was ich eh mitnehme. War schon ein paar Klamotten rausgelegt. So, was heißt ein paar Klamotten, zwei Hosen, die frisch gewaschen waren. Nur die Schlafanzughose. Wenn ich Schlafanzug nicht mitnehmen möchte. Das Oberteil ist schon gewaschen, Hose noch nicht. Und dann muss ich mir langsam mal einen Plan machen, was ich alles so mitnehmen möchte, muss, kann, darf, soll. Puh. Schauen wir mal. Genau, dann war es das heute schon wieder.
Ich habe bei Dreamlight Valley aber zumindest schon mal für Stream Snaps gebaut. Das heißt, kann ich, vielleicht mache ich das morgen in der Pause, in meiner Mittagspause, das Foto. Ich will es nicht im Hellen machen, ich will nicht da rumschieben. Ich wüsste nicht, ja, wo du das schiebt. Ich habe irgendwo eine Einstellung. Ja, aber ich will es im Hellen machen. Ich habe schon mal die Pose geguckt, wo ich das machen kann, aber alles aufgebaut und überhaupt. Das heißt, mein Marktplatz, was ja der, das Thema ist, steht. Ich muss noch gucken, wen ich mitnehme. Und ob dann vielleicht noch ein paar mehr Leute da hinkommen. Da ganz viele haben das an dem Bereich gemacht, wo ich meinen Markt aufgebaut habe, weil das eh schon da. Die Stände sind in dem neuen DLC. Da sind dann ganz viele, die das gemacht haben. Und hat meinen Weg nicht gerettet, mir so, egal, dann mache ich eine Grünfläche in der Mitte und stelle da die Tische und so hin. Ach nee, wer kommt denn da? Der Taps. Der lag vorne in der schwarz-weißen Mulde. Und ich habe ein Osterei, also ein Schokoladen-Osterei. Das letzte Schokoladen-Osterei, das einzige von Daniel, weil es Eierlikör ist und ich es nicht esse, lag auf dem Balkon. Ich will ja keinen Schief angucken, weil das sein könnte, dass er rausgeschleppt hat. Nee, Teddy? Warst doch bestimmt du. Ja. Na gut. Dann lese ich erst ein bisschen, fülle meine Haare und dann geht's ins Bett.